40 Tage Reich Gottes. 40 days Kingdom of God. Heute ist Tag Nummer 6. And today we have day number 6. Und das Thema ist: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. And the theme for this day is seeking the kingdom of God first. Wir wollen lesen zusammen in Matthäus Kapitel 6 Vers 33. We want to read in Matthew 6:33 together. Trachtet zuerst oder vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. But seek ye first of all the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Für Jesus ist so wichtig, dass wir trachten. Yeah, for Jesus it's so important that we are seeking. Und Jesus sagt, zuallererst. And he says, the very first. Sollen wir trachten nach dem Reich Gottes. We should seek his kingdom, the kingdom of God. Sein Reich und seine Gerechtigkeit. His kingdom and his righteousness. Und wenn wir trachten nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit, and when we seek his kingdom and his righteousness, wird alles andere uns hinzugetan werden, sagt so das Wort. Everything else will be added unto you. Halleluja. Halleluja. Das berührt mich so sehr. That touches me so much. Weil wenn wir trachten nach seinem Reich, when we seek his kingdom first, hat es eine Verheißung. Then we have a promise. Dass alles, was wir benötigen, that everything that we need, wird uns hinzugetan werden. Will be added unto us. Von Jesus selber. From Jesus himself. Von unserem Herrn und Heiland. From our Lord and Savior. Wenn du dich kümmerst um seine Sachen, when you are interested in his purposes, dann kümmert er sich um deine Sachen. Then he will be interested in helping you with your purposes. Die Bibel sagt, trachtet zuerst. The Bible says, seek ye first. Zuallererst. The very first. Das allererste, was du am Tag machst. The very first that you do that day. Trachten nach dem Reich Gottes. Seek his kingdom. Kommen zum König der Könige. Come to the King of Kings. Zuallererst. The very first thing. Das Reich Gottes. The kingdom of God. Und seine Gerechtigkeit. And his righteousness. Und dahinter steckt ein Segen vom Himmel. And behind that is a blessing from heaven. Dass alles andere wird euch hinzugetan werden. That everything else will be added unto you. Und die Bibel sagt zuallererst. And the Bible says the very first. Die allererste Stellung mitten in der Familie. The very first position in the middle of the family. Die allererste Position in der Ehe. The very first position in our marriages. Die allererste Position in deiner Arbeit. The very first position in your work. Mit deinen Freundschaften. With your friendships. In der Gemeinde. In the church. In der Freizeit. In your free time. Hat eine Position. There's just one position. Das ist das Reich Gottes. And that's the kingdom of God. Und seine Gerechtigkeit. And his righteousness. Ich kenne sehr viele Menschen. I know very many people. Und diejenigen, die trachten nach seinem Reich. And those that are really seeking his kingdom. Sehe ich, dass Gott ihnen hinzufügt, was immer sie benötigen. I see, I can watch how God is adding everything that they need. Aber Menschen, die trachten nach Geld. But people that really seek first money. Oder ihre Karriere. Or their career. Oder ihr Ansehen. Or their reputation. Dann verlieren sie ganz viel von dem, was Gott geben will. Then they lose very much what God wants to give. Möchte ich ermutigen. I want to encourage you. Mit dem Herzschlag Jesu. With the heartbeat of God. Er hat gesagt, trachte zuerst nach meinem Reich. With your heartbeat, seek God and his kingdom und first. Und nach seinen Gerechtigkeiten. Alles andere wird euch hinzugetan werden. And everything else will be added unto you. Das Reich Gottes ist ein Königreich. The kingdom of God is a kingdom. Und im Königreich hat einer was zu sagen. And in every kingdom only one has a voice. Es ist der König. And that's the king. Er hat das erste Wort. He has the first word. Und das letzte Wort. The last word. Und wenn du dich eins machst mit seinem Wort. And when you make yourself one with his word. Dann hast du immer recht. Then you are always right. Wenn du deinen eigenen Willen durchsetzen willst. When you want to push your own will. Dann verlieren wir immer. Then we always lose. Weil der König hat recht. Because the king is in the right. Und das Königreich Gottes ist keine Demokratie. And the kingdom of God is not democracy. Da hat nicht die Mehrheit die Macht. Not the majority has the power.
sondern der König alleine. But the king alone. Und seine Meinung ist bereits offenbart. And his opinion is already revealed. Seine Meinung ist bereits im Wort Gottes drin. And his opinion we already see in the Word of God. Und ich möchte dich ermutigen, dass du trachtest nach seinem Reich. And I want to encourage you that you first seek his kingdom. Und seine Gerechtigkeit. And his righteousness. In der Gerechtigkeit Gottes. In the righteousness of God. Hat Selbstgerechtigkeit keinen Platz. Self-righteousness has no space. Alles, was ich-bezogen ist, hat keinen Platz in der Gerechtigkeit. Everything that's self-centered has no space in the kingdom of God. Gerechtigkeit heißt, du stehst recht vor Gott. Righteousness means you are standing in right standing before God. Aber du stehst recht vor Gott durch das Blut des Lammes. And you are only standing in righteousness or right before God because of the blood of the Lamb of God. Jesus Christus hat sein Leben gegeben für dich. Jesus Christ has given his life for you. Aber wie können wir trachten nach seinem Reich? How can we seek his kingdom? Wie funktioniert es rein praktisch? How does this work in a practical wie way? Wie können wir trachten nach seinem Reich? How can we really seek his kingdom? Sehr gut können wir trachten durch Gebet. We can very well seek through prayer. Wenn du morgens aufstehst, get up in the morning, mach zuerst ein Gebet zu Jesus. First make a prayer to Jesus. Nach seiner Gerechtigkeit wollen wir trachten. We want to seek his righteousness. Und sein das Reich Gottes, danach wollen wir trachten. And we want to seek his kingdom. Mm. Und die Bibel sagt, wir sollen trachten. Wie können wir praktisch trachten? Now how can we practically seek? Wir können im Gebet trachten. We can seek through prayer. Wir können aber auch trachten nach dem Wort Gottes. We also can seek in the Word of God. Wie viel liest du WhatsApp-Nachrichten? How many WhatsApp informations are you reading? Wie viel liest du im Internet? How much do you read in the Internet? Wie viel liest du an den ganzen News der Welt? How much do you read from the news of the world? Und wie viel liest du im Wort Gottes? And how much do you read in the Word of God? Das ist trachten nach seinem Reich. What does it mean to seek his kingdom? Und seine Gerechtigkeit. His righteousness. Und je mehr wir trachten nach seinem Wort. And the more we seek his kingdom, his in his word. Ja, desto mehr trachten wir nach dem Reich Gottes. And the more we seek in his word, the more we seek in his kingdom. Und dann sagt Jesus, werde ich dir alles hinzutun, was du benötigst. And then God says, Jesus says, I will add everything that you need. Der nächste Punkt, wie wir trachten können, the next point how we can seek ist durch den Heiligen Geist. Is through the Holy Spirit. Wenn du eine Freundschaft hast mit dem Heiligen Geist. When you have a friendship with the Holy Spirit. Du stehst morgens auf und sagst, Heiliger Geist, was haben wir heute zu tun? And you get up and you say, Holy Spirit, what are our plans together today? Was können wir heute erleben zusammen? What can we experience together? Und du hast eine Freundschaft mit dem Engsten, der dich liebt, ist der Heilige Geist. And you have a friendship with the closest one that loves you, the Holy Spirit. Dann wirst du jemanden haben, der immer eng mit dir zusammenarbeitet. Then you have somebody that will always work close with you. Er kann helfen beim Kochen. That he can help you to cook. Er kann helfen beim im ganzen Tagesablauf. He can help you with the whole whatever is happening that day. Er kann dir helfen bei der Arbeit. He can help you with your work. Er kann dir helfen bei der Erziehung. He can help you with training children. In der Gemeinde. In your church. So, der Heilige Geist will der Engste sein in mit dir. The Holy Spirit wants to be the closest to you. Und wenn du die Beziehung mit ihm aufbaust, and when you build that relationship with him, ich kann dir sagen, dein Leben wird nicht mehr das gleiche sein. Your life would never be the same again. Mit dem Heiligen Geist zu leben ist das Beste, was es gibt. But to live with the Holy Spirit is the best way of life. Ja, und wenn wir trachten wollen nach seinem Reich, and if we want to seek his kingdom, heißt es im Gebet. It means in prayer, durch das Wort Gottes, through the Word of God, durch den Heiligen Geist, and through fellowship with the Holy Spirit. Und dann sagt Jesus, and then Jesus says, alles andere wird euch hinzugetan werden. All the other things will be added unto you. Alles, was du benötigst. Everything you need. Jesus weiß es doch. Jesus knows everything. Und er hat die Verheißung, es wird dir hinzugetan werden. And he gives you the promise, it will be added unto you. Standard Menschen, die eine Not haben. Normale Menschen. Oh, normal people that have a need. Die beten, bitte Jesus, gib mir. Please Jesus, give me. Ihr Problem ist im Zentrum. The problem is in their center. Aber die Leute, die das Reich Gottes verstehen, but people that understand kingdom sie of God, trachten nach seinem Reich. They seek his kingdom. Und Jesus gibt ihnen automatisch, was sie benötigen. And Jesus automatically gives them what they need. Ich möchte dich ermutigen, dass du neu denkst. I want to encourage you that you start thinking in a new way. Trachtest du erst nach seinem Reich.
First seek his kingdom. Seine Gerechtigkeit. His righteousness. Und alles, was du benötigst, tut Jesus dir geben. And everything that you need, Jesus will add them to you. Und Römer 14, Vers 17 sagt, and Romans 14, 17 says, dass das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, that the kingdom of God is not the eating and drinking, sondern es ist Freude und Frieden und Gerechtigkeit. But it is joy, peace and righteousness. Und Jesus will dir etwas geben in dein Herz. And Jesus wants to give you something into your heart. Gerechtigkeit Gottes. The righteousness of God. Er will dir Frieden geben, die Welt nicht geben kann. He wants to give you peace that the world cannot give. Und Jesus kann dir Freude geben, die dir niemand nehmen kann. And Jesus wants to give you joy that nobody can take from you. Das, was wir wirklich benötigen, kriegen wir durch Jesus Christus. And what we really need in life, we receive through Jesus Christ. Ich möchte dich ermutigen. I want to encourage you. Trachte zuallererst. Seek ye first. Das Reich Gottes. The kingdom of God. Und seine Gerechtigkeit. And his righteousness. Und alles, was du benötigst, and everything you need, wird dir hinzugetan werden. Will be added unto you. Und vergiss niemals, and don't forget, du bist höchst begünstigt, you are highly favored, tief geliebt, deeply loved, und mächtig gesegnet. And powerfully blessed. Amen. Amen.